Hallo zusammen, um 20:30 Uhr kommen jetzt immer die SBCs und wir haben Cristiano Ronaldo. Eine kleine Überraschung, Rückblick Spieler SBC für seine erste Saison für die Anfangsjahre bei Manchester United in der Premier League. Schön wäre es auch meiner Meinung nach gewesen, wenn er vielleicht auch eine Premier League Karte bekommen hätte. Manchester United hätte er ja auch durchaus eine Karte bekommen können. Wir haben es bei Beckham gesehen. Es war das erste Mal, dass jemand eine Karte von einem Verein bekommen hat, der da gerade nicht mehr ist. Man hätte es bei Cristiano Ronaldo auch machen können. Trotzdem ist was Interessantes, Lustiges. Die Karte sieht nicht so gut aus. Kostet in etwa 250 bis 280.000 Münzen, wenn man nichts hat, was man erkraften kann. Aber wir haben ja momentan so viele untauschbare Spieler, dass man sich den auch durchaus machen kann. Wir gucken uns den Spieler erstmal an. Wir sehen es, das Bild ist auf jeden Fall von sehr, sehr früher. Tempo 89, 93, das heißt, mit einem vernünftigen Chemistry-Style kriegt man den auf entsprechend 99. Der Schuss, ja, er war damals halt nicht so gut, sondern er war eher der Flügelspieler. Beweglichkeit ist dafür richtig gut. Balance, naja, Dribbling ist gut. Er war halt jung, ne, also deswegen. Da ist die Kopfballpräzision noch nicht da, die Stärke ist noch nicht da, aber ansonsten eine vernünftige Karte. Was müssen wir einlösen? Erstmal ein Team mit Liga NOS-Spieler, ein Spieler davon, ein Team of the Week und 80er Rating. Kriegen wir ein Jumbo Gold Pack wieder für so viel Goldspieler und so viel 80er Rating-Spieler habe ich gar nicht mehr. Aber gut, dann haben wir noch 84er mit Team of the Week. Und ein 86er. Sollte man sich überlegen, ob man macht, ist natürlich ein bisschen Flashback, wirkliches Gefühl. Jeder wie er möchte. Viel Spaß dabei. Bis dann. Ciao, ciao.